Ich frage mich halt manchmal, ob diese ganze Radikalisierung, die man da im Internet sieht, diese schlimmen Sachen, die da gesagt wurden, ich meine, das gab es ja früher wahrscheinlich auch, da hat man es halt am Stammtisch gesagt und jetzt wird es halt für uns alle irgendwie sichtbar. Wahrscheinlich ist das eigentlich der entscheidende Unterschied, wieso uns das als so großes Problem erscheint, wobei man natürlich auch fragen kann, ob nicht einfach durch das, wahrscheinlich auch dadurch, dass das Internet da ist und diese Internet, sich dann Leute erst beginnen zu radikalisieren, das ist auch eine mögliche These, aber wie gesagt, Rezepte und Antworten habe ich da nicht und es ist ja auch als Journalist nicht unbedingt meine Aufgabe, da Handlungsanweisungen zu erteilen. Viele werden ja durchs Internet auch tatsächlich erst mal so rein. Ne? Man spricht ja immer von Filterbubbles, von Polarisierung im Internet. Viele kommen ja da erst dann auch in Berührung mit extremistischen, wenn man es jetzt ganz extrem machen wollen, ne? Mit extremistischen Inhalten und so. Es ist definitiv wichtig, da dagegen was zu machen, aber es ist halt schwierig zu bewerten, wie. Ich frage mich halt manchmal, wie unsere Gesellschaft aussähe, wenn es jetzt diese ganzen Ereignisse der letzten Jahrzehnte, also die Flüchtlingskrise, Merkel-Jahre, Pandemie, wenn es das alles gegeben hätte, aber es gäbe das Internet nicht und wir hätten noch die alte Medienwelt, ob es dann auch diese, aber das ist natürlich eine Frage, die niemand beantworten kann. Naja, es ist ja schon so, dass, also weil wir gerade über die AfD geredet haben und ich das etwas relativiert habe, muss ich schon sagen, dass Spitzenpolitiker der AfD die sind, die man, wenn man ein bisschen schlichtes Gemüt ist, aus wir werden sie jagen und wir, ne, also so, holen uns unser Land zurück und all sowas, das sind natürlich schon, wenn man das übersetzt, kann das schon mit Gewalt verbunden werden. Denn Jagen ist ja ein gewalttätiger Akt, da haut man irgendjemand am Ende um, ja, oder tot gar. Und das ist das Sagen Spitzenpolitiker der AfD, ohne dass alle sagen, hat der eine Vollmeise, sondern das wird so, und das spielt sich dann natürlich auch runter, weiter in den Diskurs ein. Und das ist natürlich ein Problem, was und ich glaube auch, Entschuldigung, ich glaube auch, dass das was ist, wo viele Leute auch ansetzen könnten. So, also, ne, die hören diese einfachen Parolen und können damit am besten was anfangen und arbeiten, anstatt argumentativ abgeholt zu werden.